Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Hier geht's instant los mit der Action. Ein Soldat hier in Enklave greift uns an. Und ist irgendwie unsterblich. Und Sharon hat multiple Orgasmen. So. Der ist schön geflogen. Das gefällt mir. Ja. Ich bin froh, dass das vorbei ist. Ich auch. Okay, komm runter. Ja, fein, er folgt mir. Huch, falsche Taste. Okay, die Enklave will Stress, die Enklave kriegt Stress. Wir müssen raus, wir müssen raus. Gut, gut. Und Sharon kriegt vielleicht eine neue Rüstung. Yippie. Enklave-Rüstung. Oh, Actionmusik. Oh. Hoffentlich gibt's keinen Copyright-Strike dafür. Mikrofusion zu einem Plasma. Tesla-Rüstung. Geil. Überlastet. Komm mal her. Was darf's denn sein? Das sage ich dir nicht. Ausrüstung. Alles klar. Tauschen. So, kriegst du erstmal. Ja, noch ist deine Rüstung. Ne, ja, jetzt hat er den Helm auf. Und ich werde. Ne, dann hören wir ihn halt nicht mehr. Pech gehabt. Huch, hier wollte ich gar nicht hin. Ah, ich weiß nicht, ob ich den im Helm auflassen haben möchte, tun sein werden oder nicht, weil. Hallo! Überfall. Scheiße. Ich glaube, ich nehme den Helm wieder weg, ne? Das ist. Das gefällt mir nicht. Huch. Power-Rüstung. Ah, das ist wieder eine stinknormale Power-Rüstung. Ah. Komm mal her. Ja, was geht? Nein, nicht erwarten. Alles klar. Power-Helm. Tesla-Helm. Und die Pause und den Klaue kriegst du. Schön. Genau. Und ich werde folgen. Das ist schön. So, hören wir wenigstens wieder. Marielle wollte hier rein. Hände weg von Papa! Im Namen des Präsidenten wird diese Anlage hiermit unter die Kontrolle der Regierung der Vereinigten Staaten gestellt. Wer ist der zuständige Leiter hier? Treten Sie vor und übergeben Sie mir sofort das gesamte Material des Projekts. Das ist kaum möglich. Das ist ein privates Projekt, außerhalb der Zuständigkeit der Enklave. Ich möchte Sie daher bitten, sich sofort zurückzuziehen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie hier verantwortlich sind? Ja, ich zeichne für dieses Projekt verantwortlich. Ich wiederhole. Hiermit befehle ich Ihnen, alle Materialien im Zusammenhang mit dem Aufbereiter auszuhändigen. Es tut mir leid, aber das... Darüber hinaus werden Sie die Enklavenwissenschaftler unterstützen, die Kontrolle über die Verwaltung und den Betrieb dieser Anlage zu übernehmen. Colonel, Sie sind doch Colonel. Tut mir leid, aber die Anlage ist nicht in Betrieb. Das war sie nie. Ich fürchte, Sie verschwenden nur Ihre Zeit. Zum letzten Mal treten Sie sofort ab und übergeben Sie uns die Kontrolle über diese Anlage. Colonel, ich versichere Ihnen, dass diese Anlage nicht funktionieren wird. Es ist uns nicht gelungen, die Testergebnisse zu wiederholen. Ich schlage vor, Sie fügen sich umgehend, um weitere Vorfälle zu vermeiden. Haben wir uns verstanden? Ja, Colonel. Ich mache, was immer Sie wünschen. Es wird keine weitere Gewalt notwendig sein. Dann händigen Sie uns alle Materialien im Zusammenhang mit diesem Projekt unverzüglich aus und unterstützen uns bei der sofortigen Inbetriebnahme. Nun gut. Ich brauche nur ein paar Minuten, um das System hochzufahren. Und jetzt? Schluss mit diesen Verzögerungen. Fast fertig. Ich bin gerade dabei, die Daten zusammenzustellen. Oh oh. Weg. Schnell weg. Nein. Papa. Papa ist Nein. tot. Alle tot. Und ich kann nicht rein. Wow, what the fuck? James. Er ist weg. Wir müssen von hier verschwinden. Als nächstes werden sie uns an den Kragen gehen. Wir müssen sofort hier raus. Da bin ich voll deiner Meinung. Was zum Teufel ist gerade passiert? James, Ihr Vater hat eine Überlastung verursacht. Er opferte sich,
damit die Enklave den Aufbereiter nicht bekommt und wir die Zeit zur Flucht haben. Es werden noch mehr kommen. Wir müssen hier verschwinden, bevor sie uns finden, sonst ist ihr Vater umsonst gestorben. Ei, ei, ich schwöre, mein Vater rollt dich zurück. Jetzt kann keiner mehr etwas für ihn tun. Die Strahlenbelastung da drin ist tödlich. Sie würden mit ihm sterben. Wir müssen von hier verschwinden, und zwar sofort. Na gut, wie kommt ihr raus? Vor vielen Jahren haben wir einmal einen alten, verlassenen Tunnel als Fluchtweg benutzt. Der müsste leicht zu finden sein. Wir müssen sofort dorthin aufbrechen. Gehen wir. Ist gebongt. Geh vor. Papa, ich komm wieder. Ich werde dich rächen. Oder wie möchte ich meine... Na, guck an. Meine Alien-Munition nicht verbraten. Wir müssen fliehen, solange wir das noch können. Das müssen wir. Hallo! Was ist passiert? Ganz fröhlich. Jetzt ist ein ungünstiger Zeitpunkt, um zu reden. Das sagst du. Tschüss. Tschüss. Gott sei Dank ist es noch jemandem gelungen, herauszukommen. Was zum Teufel ist denn los? Wer sind diese Kerle? Hab ich Schüsse gehört? Das hast du wohl. Können Sie mir helfen, die Sachen zu Ende zu bringen? Was? Sie sind doch angeblich der starke Kämpfer hier, oder etwa nicht? Warum kümmern Sie sich nicht selbst darum? Na, warum kannst du mich eine Waffe halten, du Arschloch? Ich will wirklich nicht hier unten sterben. Scheiß Pussy. Okay, was ist mit dir los? Weh, wenn ich herausfinden sollte, dass Sie oder Ihr Vater etwas damit zu tun hatten. Ich glaube sogar, dass Sie uns verkauft haben. Du bist doch behindert im Kopf. Verdammt. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Ich dachte nur, weil das geschah, nachdem Sie aufgetaucht sind. Na, Sie wissen ja, es tut mir leid. Na gut. Ich kann es versuchen. Ich bin im Umgang mit Waffen nicht sehr gut, aber... Das hätte man genommen. Toll. Wollen Sie mir die wirklich geben? Gut. Was willst du sonst haben? Vorsicht bitte. Na gut, haben wir vielleicht einen, der mithelfen könnte und hast du was damit? Gehen Sie nicht weg. Wir werden Sie brauchen. Ja, dann komm doch mit. Dieser Tunnel führt in die Zitadelle, die Festung der Stählernen Bruderschaft. Dort sind wir wahrscheinlich in Sicherheit, falls wir es schaffen. Okay, was ist da vorne? Sie wirken nervös. Ich habe nicht die geringste Ahnung, worauf wir da vorne stoßen werden. Das ist das Problem. Diese Tunnels werden schon lange nicht mehr benutzt. Aber wir können nicht hierbleiben. Die Enklave wird uns irgendwann finden. Wir müssen weiter. Haben Sie einen Plan? Wir müssen zusammenbleiben und zusehen, den Tunnel so schnell wie möglich hinter uns zu bringen. Wir sind erst sicher, wenn wir das andere Ende erreicht haben. Gehen Sie nicht zu weit voraus. Wir bleiben dicht hinter Ihnen. Ist gebongt. Weiter geht's. Wir sind dicht hinter Ihnen. Seien Sie vorsichtig. Gut, nur Dr. Lee muss überleben, ha? Okay, das ist auf jeden Fall jetzt eine etwas, wie soll man sagen, krasse Situation. Dann wird die Enklave angeschissen, will die alles mal nehmen und dann opfert sich unser Papi für uns. Das ist so liebenswürdig. War ich nicht hier schon mal? Ach, guck mal, Radio. Du Arschloch. Hat sich hier ausgehält. Scheiß Enklave. Ich will gar nicht wissen, was hier unten alles lebt. Vorsicht bitte. Ja, Sharon, vorsichtig. Siehst du, ich wollte dir eine Knarre mitbringen. Als Belohnung, dass du immer so lieb bist. Tschüss. Ernsthaft? Fort ist so einfach. Na gut. Da, verrecke in der Hölle. Kommen die von links oder von rechts? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal hier lang. Was sagt die Karte? Die sagt, da waren wir schon, aber Sharon sagt, da kommt jemand. Die sind doch von, die sind im Raum nebenan, ey. Ist da jemand? Ja, da ist wohl jemand. Aber ich werde nicht sagen, wer da ist. Da ist eine verschlossene Tür. Ich kann sie zwar öffnen, aber das wird einige Zeit dauern. I remember this place. Gut, wie ich treffen kann. Los geht's. Geht doch schon die ganze Zeit los. Verreckt, ihr Enklavenschweine. Ja, die Waffe ist runtergefallen, sehr gut. Müsst ihr jetzt mal Granaten werfen? Das wirst wohl nur du wissen, oder eher, ob ihr einen getroffen habt. Zerstört. Okay, hier oben ist einer. Seit wann sagt ihr denn... Seit wann sagt er denn sowas wie, habe ich ihn getroffen? Das ist mir ja irgendwie neu. Komm.
Alter, wie schalten die Maus? Ich hab nur Angst, dass Sherman nicht mehr so viel aushält. Na komm. Ja, stopp schneller. Halt. Ich schmeiß die Schützen vor mich. Verrecke. Natürlich ist er gestorben. Wer hätte es auch anders gedacht? Du blödes Stück Scheiße. Yippie. Schnell speichern. Gut, gehen wir gleich mal mit. Ach scheiße, was die Gatling ist, Alter. Gehen wir gleich hier mal dran. Folgen die mir? Jawohl, die folgen mir. Da, Verreck in der Hölle. Geh doch mal aus dem Weg. Das war mir voll die effektive Verschwendung von Munition. Na gut, diesmal gehen wir mit dem Alien Blaster voran. Ha! Direkt! Langsam. Verdammt! Ah, kommt der andere jetzt da? Ja. Verrecke. Jetzt ist Schloss mit Lostisch. Da vorne ist eine verschlossene Tür. Ja, das weiß ich schon. Ich kann sie zwar öffnen, aber das wird einige Zeit dauern. Mach doch nichts, Süße. Lass dir Zeit. Ja. Ich habe einen. Achtung! Macht's Spaß. Ja. Bis eben schon. Ha! Reckt. Okay, die sind alle One-Shot, das ist nice. Ha! Ach, Sharon! Das ist nicht witzig. Oh ja, wie lange denn noch? Hä? Wo hat der denn hingezielt, ey? Nein! Ha! Waffe aufs Land geschossen. Noob. Scheiße! Ich habe nur Angst, dass es wieder Sherman einen Abkratzer macht. Dann stell dich doch vielleicht an eine günstigere Position als da. Alter! Sharon geht's noch gut, das ist schön. Peng! Mir ist nicht gut, Kirschen essen. So sieht's aus. Ich würde gerne nach oben gehen, um die ganzen Leute zu looten. Aber ich glaube, dass das nicht wirklich ist. Ah, jetzt wollte ich das blöde Obst doch gar nicht haben. Mach mal, der dann eine Laserpistole. Das Problem ist, die können wir jetzt natürlich alle einsammeln, aber dann werden wir natürlich so ein bisschen überlastet. Aber die Tesla-Rüstung, Alter, komm, die muss mit. Gegenüber Sharon, Alter, die sieht doch noch so badass aus. Sharon! Ja, was geht? Sag ich denn nicht, komm mal mit, Alles klar. Warum, komm mal mit, der ist doch schon hier, du Idiot. Tesla-Rüstung. Nein, Sharon kann ich mir tragen, okay. Tesla-Rüstung. Chill mal ganz kurz. Kann ich die eigentlich tragen? Oh, ich kann sie auch tragen, cool. Was ein bisschen nutzlos ist, weil es ist immer noch eine Power-Rüstung. Irgendwie. Was darf's denn sein? Ich bräuchte eigentlich dieses Power-Rüstung-Training. Alles klar. Ich will mich ja nicht beschweren, hab nichts gesagt. Außerdem gibt die Tesla-Rüstung plus Energiewaffen, das wäre eigentlich schon ganz cool. Ach, guck an, oh, sieht ja nicht schön. Oh, du bist so sexy, Mann. Möchte ich direkt in dich fallen lassen. Eigentlich müsste man das alles mitnehmen, aber wir haben leider keinen Platz. Ey. Schade. Wo ist denn das Plasmagewehr? Die können wir alle verticken. Bei unserem Freund. Noch eine Tesla, ist so cool.
Eigentlich könnte man die Tesla-Hämmer ja mitnehmen und reparieren. Für mich. Wo war denn jetzt der Tesla-Hämmer-Schloss hier, ne? Genau. Aber wenn das so durchflackert, das ist immer so nervig. So, Tesla-Helm. Tesla-Helm voll. Oh, Charisma minus 1. Ja, den will ich nicht tragen. Was darf's denn sein? Den können wir verkaufen. So, jetzt kann man nochmal ganz kurz sehen. Alles klar. Rüstung der Enklave. Rüstung der Ausgestoßenen. Tesla-Rüstung, genau. Warte mal, eigentlich ist doch die noch immer besser. Warum nimmt er denn die Tesla-Rüstung? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Naja, soll er machen. Jetzt ist sie besser. Wir gehen, glaube ich, erstmal in Slow-Mo weiter. Weil ich glaube, da waren ja noch so ein paar andere Tesla. Genau, wenn man davon spricht. Oh, so viel Zeug, das wir hier lassen müssen. Mann. 43, Alter. Vorsichtig. Nice. Dieser Ort gefällt mir. Mir auch nicht. Alles klar. Tesla, Tesla. Bitteschön. Können wir hier nach oben? Scheiße. So viel Zeug, was da oben rumliegt. Na gut, was haben wir denn hier Schönes? Chinesisches Sturmgewehr, Chinesen-Zeugs. Na gut. Ich hätte gerne noch das Plasma-Gewehr. Gut. Fertig. Na, seid ihr noch alle am Leben? Das freut mich. Nein, eigentlich nicht, aber trotzdem. Tatsächlich. Na gut. Da behalten wir unseren Helm halt. Na, der geht sowieso nicht kaputt, das hat das Praktische daran. Irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Wir müssen fliehen, solange wir. Ach, meinst du? Wir das noch können. Ja, ja. Wir müssen weiter. Recht. Kommt ihr automatisch? Wow, schrei mich doch nicht so. Ist da bestimmt wieder so ein Super-Gulli dabei. Hä? Wo ist denn der jetzt hin? So, mal spielst du verstecken oder was? Jetzt reicht's, sagt er. Ist ja. Das tut mir leid, dass du das so siehst. Darf man da mal kurz rein oder? Naja, komm, wir gehen erstmal rein. Hallo. Ach, das ist, ach so, Radio. Mein angefaulter Freund. Dieses Mädchen, mit dem wir reinkamen. Wir sind ihre einzige Chance. Los. Immer die Frau. Okay, sie ist da drin eingesperrt. Sie nennen es die Kiste. Zunächst muss mal die Wache weg. Erlauben Sie. Hey, haben Sie mal Feuer? Was? Lotus, tritt! Yeah! Haha, jetzt die Tür. Das war ein Kinderspiel, Boss. Okay, Sie sind frei. Und jetzt... Boss, hier ist nichts. Hände hoch, Leute. Niemand entkommt mehr aus dem Boss. Und jetzt gehen wir schön langsam und ruhig zum Knast zurück, bevor... Waffe fallen lassen und die Sklaven entlassen. Alles okay? Wenn Sie erst einmal Wurzeln ich bin geflüchtet hat. Und war schon fast weg, als ich Ihre Notlage bemerkte. Moment. Wir können nicht weitergehen, wir müssen anhalten. Warum denn? Gaza hat einen Herzfehler. Och. Er braucht Arznei, sonst schafft er es vielleicht nicht. Spasti. Ich gehe erst weiter, wenn er die Arznei hat, die er braucht. Was brauche ich denn? Ich habe nicht genug medizinische Vorräte bei mir, sonst wäre das alles kein Problem. Ja, ist der Pix. Ja, das sollte genügen. Er braucht trotzdem... Danke. Hey, das Radio funktioniert auf einmal. Dieses Lied erinnert mich daran. Nein. Schalten Sie auch, ne? Achso, weil das noch die Story war. Ja, das war gerade eben so eine kleine Geschichte, die manchmal im Radio läuft. Das ist ganz cool, finde ich. Deswegen dachte ich mir mal. Damit werden Sie sich besser. Ja. Deswegen dachte ich, vielleicht spielen wir das mal ganz kurz. Hören wir uns das mal ganz kurz an. Gut, dann machen wir hier mal weiter Krieg, ne? Ihr Witzfiguren.
Ja, eigentlich schon. Manchmal zumindest. Aber die haben wieder so ein Tesla-Rüstung, oder? Nee. Ich wollte Treffer, Alter. Der verliert der HP, Mensch, mal her. Oh. Na, jetzt hör aber auf, Sharon-Sprüche zu klauen. Liegt vielleicht ein Körper. Höllenfeuer. Ja, wahrscheinlich, ne? Leck mich doch am Arsch, die will ich mitnehmen. Ist mir doch scheißegal, ob ich überlastet bin oder nicht. Ach Mann. Das kannst du mir doch nicht antun. Aber nicht nochmal schönes, was wir wegschmeißen können. Eigentlich ist das beschissene Fleisch hier. Aber wie kein Mensch. Supi, ich hab eine Höllenfeuerrüstung. Was bringt denn die mir alles? Höllen. Feuerresistent plus 30, Stärke plus 1, Strahlresistent plus 15. Theoretisch bringt mir das mehr, wegen Stärke plus 1, aber... Hat sich auch mal einen schönen gemacht. Ein Augenbordhelm, ne? Cool. Na gut. Wow. Das hat mich jetzt so ein bisschen erschrocken, gebe ich ganz ehrlich zu. Weiterfeuern! Vor allem, wo kam denn jetzt eigentlich das Lasergewehr da unten her? Ich habe gerade festgestellt, dass auf der 8 die Stimpaks waren. Ja, warum nicht, ne? Soldatenklave. Ach, Tesla-Rüstung, wer hätte gedacht. Stealth-Boy. Ja, doch, komm. Ach, jetzt sag nicht, die rennen hier mit dem Stealth-Boy rum, das wäre nervig. Sharon! Was darf's denn sein? Komm mal her. Alles klar. Kannst du die noch tragen? Nein, er kann sie nicht mehr tragen. Vielleicht können wir diese dämliche Sturmgewehre mitnehmen. Nein! Ja, eigentlich kann er die normale Power-Rüstung noch eigentlich wegschmeißen. Machen wir das mal so. Gut. Hoffentlich hat er jetzt nicht die kaputt angezogen. Das wäre doof. Powerhelm der Enklave braucht kein Mensch. Und Powerrüstung der Enklave auch nicht. Scheiße, immer noch 10 drüber. Eigentlich kann man den Helm wegschmeißen, oder? Weil man endlich Sharon geben. Dieser Ort gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht. Oder alles klar. Oder dann hören wir ihn nicht mehr. Mann. Gehen wir einfach die Granaten. Keine Ahnung, was sie wirft. Supi. Und die Sturmgewehre zu reparieren noch. Hey, Sturmgewehr. Super. Das funktioniert doch. Was ist hier links? Hallo. Wer wohnte denn hier vorher, Alter? Ist ja krass. Blutpaket. Keine Ahnung, ob ich das jetzt mitgenommen habe. Können Sie ihn nicht hier behandeln? Sieht doch ganz steril aus. Ja, da ist schon wieder so ein Schreikugel, den hört man ja schon wieder. Ist das Gas? Ne, gut. Hallo. Ich sorge für Deckung. Ja, habe ich schon erledigt. Schrei, schrei. Was machen wir denn hier? Nicht viel. Wo? Warte mal, muss nachladen. Kannst gleich kommen. Jetzt überlebt man nicht so viel an, Lücker Kuppler Quantum. Meine. Gut. Seid ihr alle noch am Leben? Schade. Ich dachte, ich wäre schon einen losgeworden. Na schön. Wieso liegt hier im Baseball? Ist hier etwa eine Falle? Was ist hier hinter versteckt? Nichts. Da ist auf jeden Fall was Freundliches. Ach, ich weiß, was hier und da ist. Möchte ich sterben? Ich meine, mich sehr stark daran erinnern zu können, was hier hinter war. Ja. Und wie ich mich daran erinnere. Da
Das ist noch ein dritter. Ja, mein guter alter Freund. Ja. Na gut, war jetzt nicht so die Herausforderung mit dem Alien Blaster, aber. Ja, rote Zutrittskarte, wofür? Verstehe ich nicht. Falsche Waffe. Focus-Geld, ja, cool. Wer hat das hier hingebaut, Alter, ohne Witz. Und noch ein Safe. Das war einfach. Ja, gut, die Ausbeute war auch nicht so toll. Ich frag mich hier, ob die Schlösser, also wie man das drehen muss und alles, lol. Ob das random ist oder ob das Schloss so eine bestimmte Vorgabe hat. Was auf jeden Fall interessant wäre, wenn das Loot, was drin ist, random wäre. Das wäre auf jeden Fall mal interessant, aber ich bezweifle das sehr stark. Na gut, dann gehen wir jetzt mal durch die magische Tür hier. Wow, nette Sammlung. Hallo. Ach, guck an die Bruderschaft. Vorhin, die kommen alle gerade aus Orten, wo wir eben schon waren. Das ist richtig logisch. Ich versuche gerade eigentlich den Ruhler zu visieren, aber macht er nichts. Na gut. So kann man das natürlich auch sehen. Wollt ihr nur sicher gehen, dass keiner stirbt? Darf man sich ja was ausleihen? Das ist aber nett. Ah, guck mal, eine Miniatur. Guck mal, die ist kleiner als die. Ah, oh, süß. Da hat wohl jemand mit der Größe gespielt. Da guckst du blöd, ne? Na los, gehen wir mal nach oben. Jetzt sollten wir ja sicher sein. Weil die Brat auch auf Stil da ist. Gott, ich würde da unten nicht gerne stehen. Auch wenn das. Auch wenn ich da irgendwie die übelste Rüstung und sowas hätte. Auch ganz alleine da unten. Ne. Ne. Oh, hallo Zitadelle. Zitadelle Spanner. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Kuckuck. Schon wieder da. Haha. Nennen Sie den Zweck Ihres Aufenthalts und zwar schnell. Gut. Natürlich müssen wir erstmal warten, bis Madame sich dazu entschieden hat, hierher zu kommen. Ich bin Dr. Madison Lee. Ich habe Leute bei mir, die Schutz und Unterkunft brauchen. Wir benötigen dringend Zutritt. Es tut mir leid, für unbefugte Zivilisten besteht kein Zutritt zur Zitadelle. Bitte verlassen Sie sofort die Anlage. Lyons, ich weiß, dass Sie da drin sind. Ich weiß, Sie können mich hören. Öffnen Sie diese gottverdammte Tür, sofort! Wow, das ging schnell. Sieht denn nicht so stabil aus? Sieht doch nicht so schön aus. Na gut. Ich denke mal, wir gehen einfach rein. Ja, da guckst du blöd. Die Bruderschaft steht zu ihren Diensten. Da guckst du blöd. Wir können jetzt nicht anhalten. Wir ja, du hast angehalten, hast mich voll gequatscht. Schicke Gangtür. Gefällt mir. Das Wasser des Lebens. Oh, Level Up. Yay. Weiß ich gar nicht mehr, wofür ich das einsetzen soll. Vielleicht Energiewaffen am besten, oder? Weil Schleichen brauchen wir jetzt eigentlich theoretisch nicht mehr. Das Sturmgewehr und der Kampfflinte. Ich würde sowas eher als große Waffe. Ne, egal, scheiß drauf. Machen wir Energiewaffen auf 65, weil es eine coole Zahl ist und noch ein bisschen. Ja, komm, Schleichen auf 50. So. Ach du Scheiße, wieder sowas. Ich hasse sowas. Kann ich mich an einen Körmischen Welpen. Brauchen wir nicht. Tiefschlaf. Ah, ist ja egal, wir schlafen ja sowieso eigentlich nur im Bett. Nein, das möchte ich nicht machen. Glaube ich zumindest. Möchte ich das machen? Gedankenübertragung. Nein, ich glaube, das ist gegen das, was ich eigentlich vorhab. Nein, medikamentenresistent. Nö. Och, das ist mir eigentlich alles scheißegal. Ich weiß, ich bin schlecht.
Damals ist das Spiel bei mir mal abgestürzt, wenn ich die Größe zählt ausgewählt habe. Tja, es ist eine schwierige Frage, ne? Machen wir Finesse. Scheiß alle Hund drauf. Die Spur wird aufgenommen. Okay. Die Spur wird aber erst im nächsten Part aufgenommen. Wir gehen jetzt im nächsten Part in die Zitadelle rein. Und ich mache jetzt einen Cut. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Tschüss.